Ja, hallo zusammen. Mega schönes Wetter haben wir hier auf der Dachterrasse. Es ist wahnsinnig heiß und unsere Pflanzen, die genießen das natürlich auch. Aber heute müssen sie dran glauben. Wir haben einen Urwald von Kohlrabi. Das ist super. Dann natürlich der Salat. Der hat sich schön ausgebreitet. Der muss heute jedenfalls weg. Die Erdbeeren, ja, da müssen wir mal schauen. Die haben noch keine Früchte dran, aber es wird noch. Und dann natürlich der Isop, der hat sich auch schön ausgebreitet. Und wo wir besonders drauf stolz sind, das darf ich mal hier zeigen, sind die Radieschen. So, das kommt als erstes dran, weil das ist so riesig. Da ist doch wunderschön das Radieschen. Da haben wir noch eins. Hoffentlich erwische ich sie auch alle. Genau, noch eins. Also das gibt es in richtigen Bündel. Also ich weiß nicht, wie Sie Radieschen mögen, aber ich mag sie am liebsten mit Butterbrot und Salz. Ah, ist ein bisschen kleiner, aber auch schon okay. Dann hier der hier. Oh! 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 Wo ist der Rest? Da ist er. Der stunk. Dann tun wir mal hier hin. Ah, das hat jetzt ein bisschen. Das ist also unsere Ausbeute. Und jetzt ist es eigentlich so, wir haben jetzt relativ spät geerntet, so gegen Mittag. Und die Sonne plätzt hier natürlich drauf. Jetzt ist es am besten, man umwickelt den Salat mit einem feuchten Tuch, eben mit kühlem Wasser und lässt ihn erst einmal ein bisschen abkühlen, bevor man ihn dann in den Kühlschrank stellt, weil wir dann morgen dann wahrscheinlich einen großen Salat draus machen. So viel Salat! Jetzt haben wir wieder wunderbar freie Fläche. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes pflanzen. Und ich glaube, das wird diesmal kein Salat. Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Und ja, das können Sie dann nächste Woche sehen.